Herr Weihbischof, erstmal eine persönliche Frage an Sie. Gehen Sie denn eigentlich auch zum Beichten und warum denn? Freilich gehe ich zur Beichte. Ich denke, wir Geistliche müssen sogar mit gutem Beispiel vorangehen. Ich gehe zur Beichte, weil auch ich ein Mensch bin, der Fehler macht, der es nötig hat, dass ihm immer wieder vergeben wird. Und in der Beichte wird mir das geschenkt. Ich hole mir ein Geschenk ab. Darum gehe ich zur Beichte. Ich habe einen festen Beichtvater. Das ist ein älterer Priester, wo ich regelmäßig hingehe. Manchmal auch, wenn es gerade die Gelegenheit ist, bei jemand anderen, wenn das nicht günstig ist bei meinem Beichtvater. Und Herr Weihbischof, was sollte oder was muss man denn eigentlich beichten? Was würden Sie sagen? Also grundsätzlich würde ich antworten, eigentlich müsste man alles beichten, was man in seinem Leben als Schuld empfindet, was Schuld war. Es ist natürlich oft schwer zu sagen, ja, bin ich jetzt da in dem Fall ein Sünder oder nicht. Darum macht man es heute ja oft so, dass man ein Gespräch führt mit dem Beichtvater und dass man einfach ausspricht, wo man denkt, man hat so seine Probleme, seine Schwierigkeiten. Und da ist auch mit drin, dass ich schuldig geworden bin vor den Menschen und auch vor Gott. Und das darf man dann in der Beichte aussprechen und hinbringen zur Beichte. Wenn ich mich jetzt entschlossen habe, wieder beichten zu gehen, wie kann ich mich denn eigentlich auf eine Beichte vorbereiten? Das ist eine gute Frage. Die Vorbereitung bei der Beichte ist ganz wichtig. Wir nennen es in der Sprache die Gewissenserforschung. Das heißt, ich soll schauen, wie waren die letzten Wochen meines Lebens? Wie war dieser Zeitraum, den ich überschauen möchte, am besten seit der letzten Beichte? Die Grundfrage ist, wo bin ich schuldig geworden? Vor mir selber, vor Gott, vor dem Nächsten. Eine gute Hilfe bei dieser Gewissenserforschung sind die Beichtspiegel. Mir gefällt der alte Ausdruck Beichtspiegel deshalb sehr gut. Wenn wir uns jetzt so gegenüber sitzen, kann ich Ihnen in die Augen schauen. Wenn ich mir in die Augen schauen will, brauche ich einen Spiegel. Und der Beichtspiegel ist eine Hilfe, mich selber anzuschauen. Es gibt ganz gute Beichtspiegel. Manchmal, wenn in einer Kirche eine feste Beichtgelegenheit ist, vor den Festen, vor Weihnachten, Ostern, legen manchmal Pfarrer auch kopierte Beichtspiegel aus. Aber auch in unserem Gesang- und Gebetbuch, in unserem katholischen, im Gotteslob, gibt es ein paar ganz gute Beichtspiegel. Ich habe das Gotteslob mitgebracht. Im Gotteslob gibt es da einen Gewissensspiegel, so heißt es, eine Hilfe zur Gewissenserforschung. Mir gefällt sogar der alte Ausdruck Beichtspiegel besser. Es ist einerin für Kinder und dann sind zweierin für Erwachsene und Jugendliche, die so in Fragen einfach das Leben durchgehen. Also der eine, der stellt so Fragen, wie verhalte ich mich? Der andere geht den 10 Geboten entlang. Das ist so die klassische Weise, das Gewissen zu erforschen, dass man das Raster der 10 Gebote aus dem Alten Testament gehabt hat. Also ein Beichtspiegel ist eine Hilfe zur Gewissenserforschung, damit ich eine Beichte gut vorbereiten kann und eine gute Beichte ablegen kann. Wenn ich jetzt dann im Beichtstuhl bin oder in einem Beichtzimmer bei einem Priester, mir aber vielleicht nicht sicher bin, wie ich anfangen soll, weil ich vielleicht schon lange nicht mehr beichten war, wie kann ich denn da anfangen oder was sollte ich denn da machen? Also ich würde empfehlen, einfach zu dem Priester zu sagen, ich muss Ihnen nicht sagen, lieber Herr Pfarrer oder lieber Pater, ich bin schon länger nicht mehr bei der Beichte gewesen, helfen Sie mir doch. Dann wird der sicher verständnisvoll sein und wird sagen, bei der Beichte ist das Wichtigste, dass sie aussprechen, vor Gott hinbringen, was in ihrem Leben nicht richtig war. Ich habe immer gerne zu Leuten gesagt, die zu mir gesagt haben, ich war schon länger nicht mehr Beichte, was wird dem lieben Gott an ihnen nicht gefallen haben, wenn sie da auf ihr Leben schauen. Und dann kommt man meist in ein ganz gutes Gespräch. Es ist eigentlich schade, wenn jemand, ich habe das mal erlebt, wenn jemand sagt, ja, ich wäre schon mal wieder zur Beichte gegangen, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Da hat man doch so ein Verserl aufsagen müssen, haben wir damals im Religionsunterricht gelernt. Wäre eigentlich schade, wenn deshalb jemand nicht mehr kommt, weil er sozusagen den Rahmen nicht mehr weiß. Es geht ja um etwas anderes, dass ich mir ein Geschenk abhole, das Geschenk der Vergebung bei Jesus. Und viele Leute finden die Beichte heute eher uncool oder nicht mehr ganz aktuell. Sie sind jetzt ein erfahrener Beichtvater. Was würden Sie denn diesen Menschen sagen? Ja, also uncool, es ist natürlich die Beichte manchmal nicht einfach, wenn man in den Beichtstuhl hineingehen muss. Ich habe mal vor Jahren so eine Kleinschrift über die Beichte gefunden, die hat mir sehr gefallen. Da war die Grundidee, wir müssen Menschen wieder helfen, den Blick zu weiten. Es geht nicht um einen engen Beichtstuhl, wo es unangenehm ist, reinzugehen, die Sünden aufzusagen. Ich soll mir doch vorstellen, in der Beichte ist es, dass ich von Jesus in den Festsaal der Versöhnung eingeladen werde. Im Festsaal der Versöhnung ist die Rede in dem berühmten, bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo das Festmahl bereitet wird. Und das ist Beichte, dass ich eingeladen bin in diesem Festsaal der Versöhnung. Da müssen wir den Blick wieder weiten helfen. Herr Weihbischof Graf, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.